Barbara Schöneberger ist eigentlich glücklich verheiratet. Eigentlich, denn die Kommentare, die sie von sich gibt, sind fraglich. Den Bergdoktor Hans Siegel liebt sie. Günther Jauch und Thomas Gottschalk küsst sie. Und Sänger Max Mutzke ist sie ohnehin verfallen. Die Favoritenliste von Barbara Schöneberger ist schier endlos. Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden. Aber gegen ihren Kommentar dazu schon, mit vielen Kollegen war ich schon zusammen, und nie hat es jemand erfahren. So, Frau Schöneberger. Wie mag sich da wohl ihr Ehemann Maximilian von Schierstedt fühlen? Warum demütigt sie ständig ihren Mann? Barbara Schöneberger, warum tut sie ihrem Mann das an? Und damit nicht genug. Sie fährt einen Porsche, natürlich selbst bezahlt. Sie geht gerne gut essen, lässt sich aber ungern einladen. Sie verreist gerne, zahlt ihren Urlaub aber immer selbst. Ich bin unabhängig. Dafür brauche ich keinen Mann, sagt sie. Daran ist nichts verkehrt, doch wieso muss sie folgende Kommentare von sich geben? Der, den sie hat, ihr Maximilian, sei ein behaarter deutscher Schrank. Autsch. Ach ja, fürs handwerkliche Arbeiten im Haus benötigt sie ihn auch nicht. Die begehrte TV-Blondine erzählt gerne von zu Hause. Zweimal die Woche Sex? Je, denke ich immer, von wem oder was reden die? Wir liegen auf dem Sofa und gucken Filme. Autsch, der arme Mann. Immer neue Demütigungen. Einer geht noch, attraktiv waren meine Männer auch nie. Barbara, jetzt reicht es.